Cool. Guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8:36 Uhr, der 25. Juni 2021. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room für unseren letzten Trade und der wird ein Big Number Trade sein auf der 15.600er Marke. Wir gehen long bei 15.607, short bei 15.592. Wir haben heute Morgen eine Trading Range von 25 Punkten. Das ist ausreichend, das ist gut. Und das heißt, diese Big Number ist jetzt aktiviert und wenn der Markt aus dieser Zone raus möchte, dann geht er nicht alleine, sondern dann sind wir dabei. Und wie jeden Morgen blicken wir einmal auf die Vergangenheit, nämlich auf gestern. Wie liefen die Wohler, die Blue Boxen? Eine 10er, eine 34, 19er, sehr gut. Eine 18er ist direkt rausgelaufen. 36er ist zu groß. Eine 24er ist direkt nach oben rausgelaufen. Und eine 53er ist zu groß für uns. Gehen wir rein in die grünen. Das sind die Wohler-Boxen. Die Wohler-Box gestern. Wir sehen es hier. Ich bin ja auf 5 Minuten. Also da waren wir gestern weit entfernt von unseren Wohler-Bereichen. Und schauen wir jetzt mal, wo kommt der Markt rein? 15.651 ist der Forecast. 15.651. 15.651. Da oben. Oder erheblich tiefer. So, das war ein Nieser. Ich hoffe, ich habe das rechtzeitig ausgekriegt. So, wir düsen dann jetzt mal in die großen Zeitebenen an und fangen heute an mit Ethereum. Auf dem Daily Chart Short, auf dem 4-Stunden-Chart Short, 3-Stunden-Chart Short, 30 Short, 15 und 5. Also auch hier sieht es eher nach Short aus. Wie sieht es aus beim Bitcoin? Daily Basis Short, Weekly, Wochenbasis immer noch Long, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Short, 5 auch Short, also auch hier eher die Gewichtung in Richtung Süden noch. Also da stecken wir in einen kleinen, noch nicht Krypto-Winter, aber im Herbst sind wir hier schon angekommen. Kommen wir zum Dow Jones. Daily Basis Long. Wochenbasis. Wow. Hier sehen wir auf Wochenbasis, wir haben hier oben das High. Ja, und wir kontern hier direkt leichte Rückgänge auf Wochenbasis. Das heißt, die Wochenkerze letzter Woche, die war sehr, sehr schwarz. Hier die Kerze sieht wieder sehr gut aus, sehr bullisch, wenn wir die Inside-Kerzen mal nehmen. So haben wir hier unten einen Fehlausbruch diese Woche gehabt. Zumindest sieht es so danach aus. Ich bin gespannt, wie die Märkte sich da verhalten. So, Dow Jones auf den Tageschart sehen wir, ist auch long. Gestern wieder ein Angriff. 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long. 5 Minuten auf den kleinsten Zeitebenen kippt das Ganze. So, gehen wir rüber zur Technologiebörse Nasdaq. Daily Basis Long, Weekly. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen jetzt schon wieder sehr strong und in Richtung All-Time High. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short, 5 Minuten auch aktuell Short. Ja, da gibt es in der unteren Seite, aber die oberen sind viel wichtiger. Da sieht das alles noch sehr, sehr long aus. Daily im Öl. So, die Wochenkerze. Auch hier 1, 2, 3, 4, 5 Wochen jetzt durchgezogen. Wir hatten hier im Mai die eine Woche, die schwarz aussah, aber ansonsten auch hier sehr, sehr bullisch. Also parallel Korrelation ja zu den aktuellen bullischen auch Aktienmärkten. Daily,
long, 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten short. Gold gehen wir auf den Daily Chart und blicken erstmal auf den Weekly. Die Woche Chart letzte Woche, das war ein Hammer im Gold. Diese riesen Wochenkerze. Diese Woche sehen wir, ist Katerstimmung, würde ich sagen. Da ist noch nichts entschieden. Eher schwächer auch im Gold. So, auf Daily Basis sind wir, da können wir das noch genauer machen, da ist das Tief. So, Daily sind wir Short, 4 Stunden sind wir Short, Stunde sind wir Short, 30 sind wir Long, 15 Long, 5 Long. Die Erholung ist sehr dezent, würde ich sagen. Kommen wir zum Good Old German DAX und gehen auf den Weekly Chart. Weekly, letzte Woche ähnlich wie im Dow Jones, nicht so stark wie im Dow Jones, aber wir haben eine schwarze Kerze. Das Hoch von letzter Woche, von dem All-Time-High, haben wir heute diese Woche nicht überwinden können bei 15.810, sondern wir sind 200 Punkte tiefer. Aber die Wochenkerze sieht schon wieder sehr positiv aus. Ja, Daily-Tageschart sehen wir Long, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten Long, also auch hier sieht es alles sehr, sehr bullisch aus. So, was macht unser Trade? Big Number Trade ist noch nicht ausgeführt. Also wir warten. In 17 Minuten startet Frankfurt. Da kommt ein wenig Dynamik rein. So, wir sind long im ersten Trade. 8.52 Uhr. Long im ersten Trade. Long im ersten Trade. So, wir sind im zweiten Trade und auf angepasst. Und das bedeutet, wir gehen jetzt erstmal in Richtung Daily Pivot. 15,560 als Zielmarke. 9 Uhr. Wir sind im zweiten Trade. Zweiter Trade, 9 Uhr. Wo sind die Wohlerboxen? Ein Blick auf die Wohlerboxen. Die gestrichelte Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Wir sind jetzt im Gewinn. Wir sind jetzt im Gewinn, aber wir wollen ein bisschen mehr mitnehmen. Das heißt, gehen wir erstmal Richtung Daily Pivot. Das ist erstmal unsere Annahme. Das wäre dann bei 15,559. Und wieder der Hinweis, wer aussteigen möchte, hat jetzt die Möglichkeit. Trade ist jetzt im Gewinn. So, wir sind im Gewinn. Wir sind im Gewinn. Aktuell. Aber der Markt kommt schnell wieder zurück. Wir wollen den Daily Pivot ja sehen.